Willkommen zurück. Ja, hallo zurück und ja, seit unseren letzten Aktionen in Brooklyn sind ein paar Wochen vergangen. Ich habe wieder ein bisschen längere Haare, habe jetzt ja ein unschöner Schnitt wieder, weil mein Friseur ist wirklich eine absolute Pfeife. Brille habe ich auch keine mehr, ich trage jetzt wieder Kontaktlinsen und ja, genau. Gut, dann machen wir mal weiter und zwar müssen wir müssen mal schauen, treffen Sie sich im Corcoran Perch in Metall mit Monk. Mit Gronk sollen wir uns also treffen im Corcoran Perch in Midtown. Und ja, ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und holen uns ein paar versteckte Päckchen, aka versteckte Filmrollen, auf dem Weg dorthin. Und zwar das erste, beziehungsweise die erste Filmrolle befindet sich gleich in diesem Park hier vorne. Zwar muss ich mal schnell schauen, wo ich glaube, oh, war es oben? Nein, ich glaube, die befindet sich direkt hier beim Brunnen. Nein, ich glaube, ah ja, dort, ich sehe es. Ja, und weil wir ja jetzt schon fast dort sind, werde ich jetzt hier zu Fuß weitergehen. Ja, wenn wieder zurück, das ist nicht so toll. Und der Corcoran's Perch ist gleich hier vorne rechts. Hier gibt es allerdings noch eine weitere Filmrolle. Der Typ, mit dem du da ausgehst, ist ein echtes Ekelpaket. Ja, das kann sein. Und zwar müsste hier irgendwo noch eine Filmrolle sein. Hallo? Hier, glaub. Ja. So. Gut, und dann dort vorne ist schon der Corcoran's Perch. Gehen wir mal dort rein. So. Ah, und die ist auch schon der Gronk. Oder Monk. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Ich soll dir von Clemenza ausrichten, dass Tom Hagen auf dem Anwesen auf dich wartet. Aber jetzt trinken wir erstmal einen. Was muss ich tun? Er hat keine Uhrzeit gesagt. Ein Drink geht schon. Ich muss sowieso mit dir reden. Okay. Treffen Sie sich auf dem Anwesen der Corleones mit Tom Hagen. Okay. Oh, und wer ist denn das? Den kennen wir doch. Sieh mal, ich bin nicht wie mein Vater war oder ist, das gebe ich zu. Aber eines sage ich dir, und er würde dir dasselbe sagen. Wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich so gut wie jeder andere, wenn du weißt, was ich meine. Ja, das sage ich auch immer. Und wo ist jetzt der Monk? Ah, dort. Hey, Herzensbrecher. Sag mal, was läuft eigentlich zwischen dir und meiner Schwester? Das geht dich nichts an. Ich frag doch auch nicht nach Crazy Jane, oder? Stimmt. Na, jedenfalls hat sie nach dir gefragt. Keine Ahnung, warum. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Und was will der Typ hier? Ich arbeite für die Corleone-Familie, als Mann für heikle Angelegenheiten. Aber ich könnte einen Assistenten brauchen. Interessiert? Ja, immer doch. Was will die Familie von mir? Was soll ich machen? Plinio Ottaviano hat es mit dem Geld der Strazis tatsächlich geschafft, einige Straßenbanden gegen uns aufzuhetzen. Leg ihn um, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Töten Sie Plinio Ottaviano. Plinio Ottaviano arbeitet für die Strazis. Er handelt in seinem Lagerhaus in Hell's Kitchen mit Dynamit. Neuerdings versorgt er einige örtliche Banden mit Sprengstoff. Sie können ihn einfach ausschalten oder Feuer mit Feuer bekämpfen. Rösten Sie ihn mit Molotow-Cocktails oder herumliegenden Sprengstoffen. Ja, das würde ich auch so sagen. Bonusbedingung, lassen Sie Plinio brennen. Leertaste drücken, um fortzufahren. Okay, gut. Ich glaube, mehr können wir hier auch nicht tun. Gut, dann würde ich doch sagen, machen wir doch das A. Also anscheinend ist das so, dass, ja, während wir jetzt mit den Tartaglias am Kämpfen waren, haben die Strakis gedacht, ja, sie, Entschuldigung, sie nutzen das aus und ärgern uns ein bisschen. Und
Ja, wir dürfen jetzt. Scheiße, nicht drauf treten, tritt nicht auf. Ja, und wir dürfen jetzt also diesen Typen erledigen. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nach. Ja, aber scheiße, ich muss die Karte trotzdem haben, weil auswendig, das ist ein bisschen, ja. Wir müssen nämlich jetzt, müssen jetzt nach Hell's Kitchen, oder? Und auf dem Weg dorthin, würde ich sagen, sammeln wir ein bisschen versteckte Filmrollen, oder? Einfach die, die so schön auf dem Weg liegen. Und zwar, die erste befindet sich schon mal hier. Müsste ziemlich in der Mitte des Parks, ja, ich habe sie schon gesehen, hier. Und genau, das war die erste. Und dann gibt es noch eine dort und dort. Okay, gut, ich glaube, das kann ich mir merken. So. Eine befindet sich... Oh, shit. Jetzt weiß ich gar nicht, bin ich jetzt überhaupt noch richtig. Muss man schon auf der Karte schauen, sorry. Eigentlich wäre es ja noch cool, wenn ich mir das irgendwie eintragen könnte mit dem Zielsymbol. Aber das Zielsymbol, das geht eben, glaube ich, nur für bestimmte... Moment, wo bin ich denn überhaupt? Ah, hier, okay. Ah, also das, die nächste Filmrolle wäre hier. Dann wäre hier noch eine. Hier, hier, hier. Okay, die drei hier kann ich mir noch merken. Gerade so. Und die hier. Und die hier auch. Komm, ich versuche es jetzt einfach mal, ob ich mir das merken kann. Wäre natürlich besser, als wenn ich da permanent immer wieder auf die Karte schauen muss. Aber ja, das sollte schon klappen. Kann ich auch? Nein, kann ich hier, oder? Kannst du mir was besorgen? Ja! Kostet dich aber was. Und da unser Fahrzeug schon ein bisschen beschädigt ist, nehmen wir auch gleich ein neues. Shit, und ich habe schon wieder vergessen, wo die nächste Filmrolle war. Nein, das ist doch traurig. Mein Gedächtnis. Ah, okay, alles klar. Irgendwo hier weg, so. Hier irgendwo müsste das sein. Ja, genau. Und wenn ich jetzt das clever mache, dann kann ich aussteigen. Na, hat nichts geklappt. Das ging bei GTA gut, vom Motorrad absteigen, Filmrolle einsammeln und dann gleich weiter düsen. Hier geht das leider nicht so. Spielt genau 40 Jahre vor GTA Vice City, also nicht 1986, sondern 1946. Haben wir eigentlich immer noch 1946 oder sind wir schon ein bisschen weiter? Keine Ahnung. Jetzt glaube ich, hier wäre noch was, oder? Hier wäre eine Filmrolle. Drei waren es. Ja. Hier eine. Her mit den Schlüsseln. Hilfe! Ja, und ich steige natürlich in das falsche Auto ein. Ja, super. Und jetzt komme ich hier nicht rein, weil der das... Ah, das ist doch scheiße. Man will natürlich auch keine Beule ans Fahrzeug machen. Und deshalb... Es geht immer noch nicht. Ach, bist du eine Pfeife, ey. So, aber jetzt erwarte ich, dass du da einsteigst. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Die Corleones brauchen ihr Auto. Und da saß gar keiner drin. Okay. So, jetzt endlich. Und jetzt weiß ich gar nicht, jetzt müsste hier auf der linken Seite dann nochmal eine kommen, oder? Hier vielleicht? Ah, sicher hier hinter diesen
Mäuerchen. Ein auch nicht, okay. Ja, das sage ich mir auch immer. Dann sicher hier, okay. So. Und die nächste Filmrolle ist ein bisschen gefährlich, weil das ist quasi Sperrgebiet der Kunios. Wir sind ja hier bald sind wir im Gebiet der Kunios in Hell's Kitchen und die haben hier irgendwie die Straße abgesperrt. Ich glaube, genau, ich muss einen weiten Bogen fahren, am besten hier hin, genau. Und jetzt einfach vorsichtig. Genau, hat ja wunderbar funktioniert. So, und jetzt werfe ich nochmal einen Blick auf die Karte. Und zwar, mal schauen, ob wir alles haben. Genau, haben wir alles. Die nächsten wären jetzt weiter. Wenn du jemandem davon erzählst, ist es aus. Hey, mach dir keine Sorgen. Eins hier. Vergiss es. Ich steige in kein Auto, das eine Frau fährt. Hey, Arschloch, Macho. So, Frauen fahren besser Auto als Männer. Das ist statistisch bewiesen, dass Frauen weniger Unfälle bauen als Männer. Das muss ich wissen, denn ich habe mal Autoversicherungen verkauft. So, eins wäre hier. Jetzt frage ich mich allerdings, wahrscheinlich in dieser Gasse dort, oder? Kann natürlich auch in der anderen Gasse sein. Nein, es ist hier. Meine Frau hat mich betrogen. Na, du Armer. Hast es wahrscheinlich verdient. Ich glaube, jetzt sind hier zwei. Eine ist hier beim Krankenhaus. Beim Krankenhaus, das ist ein Haus, das krank ist. Es gibt ja auch gesunde Häuser, aber das hier ist ein krankes Haus. Hey, du Alt, hey, du krankes Haus, hey. So. Es ist schon wahnsinnig anstrengend, hier Gangster zu sein, nicht wahr? So. Müsste hier noch eines sein, eigentlich? Nö. Dann ist es vermutlich... Ich glaube, es war auf der linken Seite, oder? Ja, es kommt mir bekannt vor, als früheren. Genau. Und jetzt gibt es noch eins, und das weiß ich noch so ungefähr, ganz vorne hier bei der, ich glaube, ich schaue doch mal lieber nochmal auf die Karte. Genau, hier, wo da die Kurve anfängt, links. Und dann gibt es noch ein paar. Aber ich glaube, die nehme ich jetzt auch noch. Ich bin so richtig eigentlich dafür, jetzt mal ein bisschen so diese Filmrollen zu sammeln, damit wir dann, ich möchte eigentlich ziemlich bald, jetzt ist natürlich die Frage dort oder dort, ich tippe mal auf dort. Schöner Tag. Richtig getippt. Ich finde true. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal speichern hier irgendwo in der Nähe, ein Speicherhaus kaufen. Deshalb habe ich mir nämlich das Geld aufgehoben. Ich hätte natürlich meine Kleidersammlung vervollständigen können, habe ich aber nicht getan. Und da wir mit den Kunios ja eigentlich weniger Krieg haben als mit den Tartaglias, kaufen wir einfach mal dieses Gebäude hier, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ich hoffe, es gibt auch dementsprechend Waffen, Bomben und so weiter. 55.000 können wir uns gerade noch so leisten. Und hereinspaziert. Na gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Also allzu viel bekommen wir hier nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.